Also von Romilo hier, mein Kanal Busmann 90, und hier stehe ich ja vor einem RMV-Automaten. Die sind ebenfalls hier von der Firma Transdev. Die sehen auch so, sind komplett identisch, so die VRR-Automaten. Aber die Software ist nicht so, also ist nicht so andere. Ja, die sind schon schnell mal, Hessenticket. Manchmal steht das Hessenticket, ja, muss auch mal angeboten. Und dann kann man auch noch so nahezu alle so anderen, also Tickets kaufen. Länder-Ticket kaufen. Hä, aber wie hat NRW-Ticket? Hä? Ich finde das jetzt so NRW-Ticket nicht mehr. Das gab es mal hier. Und auch das so Baden-Württemberg-Ticket gibt es nicht mehr hier. An den rechten Automaten gibt es die Tickets weiterhin. Rheinland-Pfalz-Ticket, Bertus-Land-Ticket, Rheinland-Pfalz-Ticket, aber immerhin eine so größere Auswahl als eben an den VR-Transdev-Automaten. Dort gibt es nur das NRW-Ticket und sonst nichts. Hier gibt es das Bayern-Ticket, Brandenburg-Berlin-Ticket, das andere Ticket, Saarland-Ticket, alle möglichen Tickets bis das Sachsen-Ticket. Nein, gibt es auch nicht. Das heißt, Ticket, der so im so Ländertarif, weil wir einer Fahrer bezahlen und auch eben Niedersachsen werden ja nicht mehr fair angeboten. Mal schauen, ob man hier Fernticket kaufen kann, geben wir ein Duisburg Hauptbahnhof, das gibt's wirklich, das ist kein Nahziel, sondern das ist ein Fernziel. Hin- und Rückfahrt, einfache Fahrt heute nur in Zügen des Nahverkehrs gültig. Ich will gerne aber ICE fahren. Es gibt eine Mobil Tageskarte, cool. Kann man auch dazu kaufen. Ja, das ist 50,30 €. Da stand ein wirklich so bestimmtes Nachsehen. Vielleicht irgendwas von 50 Meter. Mal schauen, was weiter. Bremen, das ist wirklich für Touristen. Bremen kennt er nicht. Kennt er Mörs? Mörs kennt er auch nicht. Scheiß, schade. Das wird Trompet. Trompet kennt aber dafür Troisdorf. Troisdorf kennt er. Oberhausen. Oberhausen, ne, kennt er auch nicht. Oberhausen. Rheinland. Noch für Städte. Wesel. Der ist Esel. Ne, kennt er auch nicht. Er kennt maximal Duisburg. Duisburg kennt er schon mal. Und Essen. Essen kennt er auch. Essen Hauptbahnhof. Ich will gerne das als Fernverkehrsticket nutzen. Geht das hier? Nee, geht nicht. Geht nicht. Im VR gibt es hier immer eine Funktion, Fernverkehr, aber die funktioniert nicht immer. Von daher wird das halt so schlimm. Und die Software hier an der MV-Automat finde ich besser. Mal schauen. Darmstadt. Schau, wie viel das so schon kostet. Hauptbahnhof. Zuschlag. Gerade erste Klasse. 2 Euro, 3,50 Euro. Nur 3,50 Euro. Super. Leider habe ich es heute nicht geschafft, mit dem Windeck zu fahren. Und hier gibt es noch die Gewehrautomaten. Und hier steht ganz groß, Sie möchten ein MV-Ticket kaufen. Okay. In dem Verkauf des MV und der Deutschen Bahn. Das heißt, hier im MV hat Transdev nur sich die Automaten gesichert und nicht den Schaltervertrieb.
Aber auch das für den Abo-Vertrieb. Das wird ebenfalls so jetzt hier so Transdev. Mal schauen, wenn ich jetzt eingebe nach Darmstadt, Hauptbahnhof. Schau mal, was der jetzt morgen vorschlägt. Okay, genau dasselbe Fehler wie im VR. Ja. Aber hier ist ein Hinweis. Aber hier, mal schauen, ob es hier diese Tickets gibt. Länderticket. Nordrhein-Westfalen. Ja, gibt's wirklich. Tagesticket. Einfach so? Cool. Auch das andere. Einfach weiter Ticket gibt es hier auch in so Frankfurt zu kaufen. Cool. Krass, krass, wirklich krass. Diese Automaten sind viel, viel besser als dieser Automat hier. Der ist ja besser, dieser ist besser als die von VR. Die VR sind die so am schlechtesten. Ja, der liegt ja irgendwo im Mittelfeld. Mal schauen, mal, was hier auf dem Automaten dran steht. Auch dieselbe Nummer. Auch neu, so neu aus, neu so Brandenburg.